Wir haben ganz unterschiedliche Gäste dabei, Experten aus unterschiedlichsten Bereichen, die eben das Thema oder unsere zentrale Frage, welchen Beitrag können Unternehmen denn eigentlich für einen fairen Wandel und mehr sozialen Zusammenhalt leisten, beleuchten werden. Und zunächst möchte ich Herrn Dr. Johannes Dengler auf die Bühne bitten. Genau, ich gehe mal auf die andere Seite, dann haben Sie es nicht so weit. Genau, Herr Dengler ist Geschäftsführer eines der Münchner Traditionsunternehmen, der Alois Dallmayr Kaffee OHG. Genau, und Kaffee wird vornehmlich, wie wir alle wissen, nicht in Deutschland produziert. Deswegen wird Herr Dengler uns gerade gleich auch nochmal sagen, was denn die Rolle von Unternehmen eben auch weltweit sein kann. Dann freuen wir uns auf Sophie Kalairos von der Rehab Republic. Genau, die Rehab Republic wirbt mit dem Slogan Mehr Jär statt Bu für Umweltschutz und Nachhaltigkeit und möchte eben als Kreativkollektiv Menschen für einen nachhaltigen Lebensstil begeistern. Wie genau sie das machen und ob das funktioniert, das hören wir gleich. Und last but not least Matthias Jobst vom Gewerkschaftsbund Bayern. Herzlich willkommen. Genau, Herr Jobst sagt, dass die Vereinbarkeit von Familie, Beruf, das Recht auf lebenslanges Lernen und auch die Forderung nach der Vier-Tage-Woche zu seiner gewerkschaftlichen Identität gehören. Und seit Kurzem sind Sie auch Co-Vorsitzender des Berufsbildungsausschusses der IHK hier in München. Genau, gemeinsam mit Ihnen möchten wir in den nächsten 40 Minuten diskutieren, welchen Beitrag eben Unternehmen für einen fairen Wandel leisten. Genau, und vielleicht zum Einstieg, ich setze mich mal ein bisschen seitlich, damit ich Sie noch alles sehe. Frau Parian, Sie haben ja eine ganz interessante Definition von Nachhaltigkeit geliefert. Ehrlich gesagt habe ich auch gedacht, eigentlich kenne ich jetzt alle Definitionen, aber eben so dieses, ne, dass man alle Prozesse, alle Tätigkeiten einfach immer wieder machen kann, das ist Nachhaltigkeit. Inwiefern sehen Sie denn die Idee einer nachhaltigen Entwicklung als, auch als eine Gerechtigkeitsidee oder eine Gerechtigkeitsvision? Absolut. Ich glaube, was ich gerade gezeigt habe, die Situation, in der wir ungerecht uns behandelt fühlen, in der wir das Gefühl haben, die andere Person übersieht, was wir an Arbeit leisten, was wir machen, wir werden nicht beteiligt an Erfolgen und so, das ist, wo wir nicht mehr weiterarbeiten können. Und dann sind wir eigentlich in der unnachhaltigen Situation, wo wir quasi die Ressourcen überstrapazieren von Menschen zu sagen, kommt schon, bringt euch weiter ein. Das jetzt auch bei Energiewende und so weiter, also bei allen Fragen, wo wir eine große Herausforderung haben, überstrapazieren wir die Energie und den Vertrauensvorschuss, den uns Menschen geben, wenn wir die Lasten davon ungerecht aufteilen und nicht einfach sagen, hier, jeder muss seinen Teil dazu beitragen. Das findet man tatsächlich auch raus, wenn man so Gemeingutexperimente macht in einem Spiel. Und dann können Menschen das eigentlich ziemlich gut, interessanterweise Kinder sehr viel besser als Erwachsene, darauf Rücksicht zu nehmen, dass man eben so ein Gut nicht überstrapaziert und so weiter und zu merken, ah, wenn wir alle einzahlen, haben wir alle was davon. Aber sobald wir anfangen, so ungerechte Eingangsvoraussetzungen einzubauen, will sich eigentlich niemand mehr einbringen, weil der andere hat doch mehr, warum soll ich mich jetzt einbringen und so. Das heißt, das ist schon das Fundament, das stehen muss, damit wir überhaupt Gerechtigkeit schaffen können, dann in einer einzelnen Interaktion. Genau, das dockt ja vielleicht auch genau bei diesem Thema an. Also Sie haben gesagt, Vertrauen ist wichtig, Vertrauen in den anderen. Jetzt hat man immer den Eindruck, dass es heutzutage eben ja, das Vertrauen einfach abnimmt. Wie erreiche ich denn die Menschen, die eben nicht kooperieren wollen, die nicht teilen wollen und überzeuge die dann eben dann doch, es doch zu tun? Also was man sagen kann zum Beispiel, ein wichtiger Punkt ist erstmal Vertrauen nicht zu brechen. Und das ist, glaube ich, was, was zu oft noch ignoriert wird, also auch in politischen Entscheidungen, dass man sich wirklich fragt, wenn wir das und das machen, ist das ein Vertrauensbruch? Und wie schlimm sind dann die Konsequenzen? Wie sehr sorgt das für Zündstoff? Und der andere Teil ist dann, wie schaffe ich Vertrauen nach so einer Situation? Und das ist tatsächlich nicht einfach. Auch das kann man sich in Studien angucken, wenn Leute miteinander interagieren. Und dann wird einmal das Vertrauen gebrochen. Das lässt sich oft nicht wiederherstellen. Und auch eine Entschuldigung reicht nicht aus, weil eine Entschuldigung macht ja üblicherweise den Schaden gar nicht wieder gut. Das Vertrauen ist jetzt gebrochen und all das, was quasi vorher ein Schmiermittel war von der Interaktion, dass ich eben nicht alles vorher absegnen und beweisen muss und so, ist jetzt dahin. Und eine der einzigen Möglichkeiten, die wir kennen, ist überkompensieren. Also uns eben noch besser verhalten, als wir es üblicherweise sein würden. Noch mehr abgeben, als es gerecht wäre und zu sagen, hier, ich komme dir entgegen, ich will, dass das wieder funktioniert. Also Vertrauen muss sich immer aufbauen im Handeln, nicht in Worten.
frage mich gerade, also mir kam gleich der Ukraine-Angriff in den Kopf, aber genau darüber wollen wir heute nicht unbedingt sprechen. Ich würde vielleicht mal an Herrn Jobst weitergehen. Was ist denn für Sie das Thema der faire Wandel? Also was verstehen Sie drunter? Ich musste tatsächlich auch, Frau Parianen wirkt immer noch so ein bisschen nach, wenn ich Ihnen aussagen. Ich hatte gerade überlegt, ob sie einfach statt der Gewerkschaften weitersprechen kann, weil wenn es so neurowissenschaftlich alles fundiert ist, ist es immer besser, als wenn so eine Klassenkampfrhetorik kommt. Deswegen dachte ich, machen Sie es sympathischer, obwohl Sie aber letztlich das, was Sie sagen, trifft ja das, was unsere alltägliche Arbeit ist. Wir haben ja auch immer so diesen Zwiespalt aus Tarifkonflikt, wo man dann doch einigermaßen vielleicht ein bisschen aggressiv fast schon auftreten muss, um etwas zu erreichen, und gleichzeitig aber wie in der Sozialpartnerschaft ja auch gemeinsam an Projekten gemeinsam arbeiten und da Hand in Hand gehen. Und das würde auf diese Vertrauensarbeit einzahlen. Also die Frage ist ja immer, wie weit kann ich das Vertrauen dehnen, und ich muss am nächsten Tag ja trotzdem wieder dieses Vertrauen, wenn ich es überdehnt habe, müsste ich eigentlich wieder einlösen können. Wie wir Nachhaltigkeit definieren, also natürlich mit einer starken sozialen Komponente, aber also aufgrund der aktuellen ökologischen Situation ist klar, dass wir den Klimawandel natürlich nicht außer Augen lassen können, aber trotzdem ist natürlich die Perspektive immer auf die der Beschäftigten, und da haben wir aber schon grundsätzlich die Idee, dass es sowas wie Transformationsräte oder Transformationsbeiräte geben könnte, wo eben Unternehmen und Beschäftigte gemeinsam sich über die nachhaltige Zukunft Gedanken machen und austauschen könnten, weil wir der festen Überzeugung sind, dass auch Beschäftigte einen Blickwinkel einbringen können und eine Perspektive bieten, die einen Mehrwert haben kann und das nicht nur aus Sicht der Unternehmensführung passieren kann. Ich weiß, dass ich das jetzt hier vielleicht wenig Verbündete finde für die Forderung, aber die Sichtweise, glaube ich, ist definitiv da. Wir können ja gleich mal Herrn Dengler fragen, was meinen Sie zu den Vorschlägen von Herrn Jobst? Ja, also ich sitze hier als Vertreter eines Unternehmens, ne, und erstmal vielen Dank für den fantastischen Vortrag. Ja, die Bilder, die spielen sich noch da ab, und vielleicht wie viele hier im Publikum denke ich mir, ich muss an den Vortrag unbedingt drankommen im Nachhinein. Ja. Für uns ist die Nachhaltigkeit seit vielen Jahren in unserem Denken und in unserem Wirtschaften irgendwie eingebaut. Wir sind ein Kaffeeröster, ein großer Kaffeeröster. Inzwischen, wir haben auch klein angefangen, nämlich als Ladenröster, wenn man so will, hier in München. Und die Nachhaltigkeit hat viele Komponenten. Es geht um die Sozialpartnerschaft dabei. Was macht man hier lokal? Wir haben einen Betrieb beispielsweise, der eine Behindertenwerkstätte hat, und wir versuchen natürlich für unsere Beschäftigten da zu sein. Das ist aber in unserem Geschäft, ist das im Grunde genommen nur ein ganz kleiner Teil. Wir haben zwar als Kaffeeröster über 500 Beschäftigte alle in Deutschland, aber im Grunde genommen denken wir in Nachhaltigkeit an die 100 Millionen Menschen, die weltweit, und zwar im globalen Süden im Grunde, in der Kaffeeerzeugung beschäftigt sind. So, und als Dahlmeier Kaffee kaufen wir ungefähr, das können Sie nicht wissen, wir kaufen ungefähr 1% der weltweiten Kaffeeerzeugung. Also jede hundertste Tasse Kaffee so ungefähr auf der Welt, die geht irgendwie einmal durch unser Unternehmen durch dabei. Und da ist unsere Definition von Nachhaltigkeit Ihre Definition. Wir haben es bisher immer ein bisschen komplizierter gesagt. Sie haben das viel schöner und schneller ausgedrückt. Aber das, was wir heute machen, das muss eben für die nächste und die übernächste Generation nicht nur hier in Deutschland, sondern in der Kaffeeerzeugung im globalen Süden funktionieren. Und da sind wir dann schnell an Themen der sozialen Gerechtigkeit und der Wirtschaftlichkeit für Erzeuger in der Kaffeeproduktion. Da haben wir Generationenübergabe-Themen, wo also nachfolgende Generationen von Kindern von Kaffeebauern davon immer noch leben können müssen, aber die sich sagen, sie wollen nicht mehr das machen, was ihre Eltern gemacht haben. Ja, das ist ein Thema, und der Klimawandel ist da auch in der Kaffeeerzeugung ein Riesenthema.
Und das kollidiert mit so Dingen wie entwaldungsfreier Lieferkette, mhm. wo man eigentlich heute weiß, der Kaffee, der jetzt, wo der vor 20 Jahren gewachsen ist, da wird der zum Teil in der Welt nicht mehr in 20 Jahren wachsen, weil das eine sehr empfindliche Pflanze ist. Also das sind riesige, riesige Herausforderungen, denen wir uns stellen, natürlich stellen müssen, auch stellen und versuchen da Vorreiter zu sein. Aber das ist sau schwer, muss ich echt sagen, ja, sau schwer. Und insofern will ich hier nur sagen, das ist facettenreich. Ja, es geht nicht nur um Sozialpartner, es geht nicht nur darum, einen Betriebskindergarten irgendwie zu machen, ja, sondern die ganze Lieferkette auf die Reihe zu kriegen. Und auch mit Blick an die Politik gerichtet, dabei habe ich den Eindruck, natürlich erfolgen da Anstöße in die richtige Richtung, Green Deal und eine CO2-neutrale Zukunft dabei, aber rein verwalterisch fühlt man sich überlastet. Ja, rein verwalterisch ist es vom Gefühl, es ist zu viel auf einmal, was zu einem Verwaltungsinfarkt im Unternehmen führt, dass man das Gefühl hat, man kann sich gar nicht mehr eigentlich um die eigentlichen Probleme kümmern. Ja, Sie sprechen hier wahrscheinlich auch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz an. Das ist nicht das Schlimmste, das ist okay. Das ist okay. Sondern also was sind denn die schlimmsten Punkte für Sie? Also das, was noch kommen wird, ja, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz müssen wir in diesem Jahr noch nicht einhalten, rein von der Größenklassifikation, aber im nächsten Jahr. Alle Vorbereitungen sind dabei getroffen und wir werden wahrscheinlich irgendwie 2 Monate früher, als wir müssten, das Ganze dann einhalten und das ist okay. Geht. Das macht nicht viel kaputt, das kostet was, ja, bringt aber auch nichts, ehrlich gesagt, aber das funktioniert. Das, was mir Sorgen macht, ist eigentlich der Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit der CSRD, ja, was am Nachmittag auch im Breakout da ist. Und die entwaldungsfreie Lieferkette. Und zwar nicht, weil wir nicht für die entwaldungsfreie Lieferkette wären, ja, sondern weil die Art und Weise, wie das Gesetz angelegt ist, unglaublich schwer in der Durchführung ist und eigentlich nicht funktionieren wird. Denn wir müssen für jede Kaffeebohne den Acker kennen, wo diese Kaffeebohne mal gewachsen ist. Jetzt kann man sagen, was ist daran schlimm? Ja, das ist doch eine tolle Sache. Aber es gibt große Teile der Welt, des globalen Südens, wo das nicht geht, ja, wo sie das nicht wissen. Denn Kaffee wird über eine mehrstufige Lieferkette gehandelt und der Exporteur, der dann dem Importeur und dann wieder irgendwann dem Kaffeeröster einen Container Kaffee verkauft, der wird Ihnen nicht sagen, wo dieser Kaffee ursprünglich mal gewachsen ist, der weiß das nicht. Ja. Und der deutsche Gesetzgeber verlangt das aber von uns und allen, die nach uns kommen und allen, die vor uns kommen. Und es ist eine Fiktion sozusagen des Gesetzgebers, dass jetzt alle auf der Welt das auf einmal könnten. Die Erzeugerländer schreiben Brandbriefe an die Europäische Kommission, was die sich eigentlich einbilden, weil das nicht funktionieren wird. Indonesien hat, wie ich gehört habe, beispielsweise ein Gesetz, wo keine Geodaten außer Landes gegeben werden dürfen. Ja, und die Europäische Kommission verlangt, dass die Käufer von solchen Gütern die Geodaten aber brauchen, andernfalls sie diesen Kaffee nicht kaufen dürfen. Also da kollidieren Rechtssysteme und Rechtsverständnisse und Praxis aufeinander. Und ich habe die größte Befürchtung, was da von heute an gesehen in 15 Monaten passieren wird. Lebensmittelverschwendung ist so ein Thema, dann höre ich auch gleich wieder auf. Ja. Aber Lebensmittelverschwendung ist so ein Thema. Gibt es jetzt bei Kaffee Gott sei Dank nicht viel, weil Kaffee irgendwie ewig hält, ja, nicht schlecht wird und so, das ist okay. Aber so wie das EUDR, die entwaldungsfreie Lieferkette, angelegt ist, werden die europäischen Rohkaffee- und Kaffeevorräte heute in 15 Monaten entwertet, müssen vernichtet werden, ja, weil das Gesetz sagt, die Anwendung beginnt heute in 15 Monaten, aber auch bereits alles, was vorher nach Europa importiert worden ist. Wir haben lange, lange Lieferketten dabei. Alles das muss bereits konform sein zu dem Zeitpunkt, wo es nicht konform hätte sein müssen. Ja, also dem Gesetzeswortlaut nach müssen wir 500.000 Tonnen Kaffee in Europa vernichten. Ich glaube das nicht, dass das passieren wird. Ja,
Aber das steht im Moment so drin und das macht mir schlaflose Nächte. Das kann ich verstehen. Ich glaube, das ist wieder ein Beispiel von gut gedacht. Gut gedacht, schlecht gemacht. Ja. Genau. Kann man nur hoffen, dass da entsprechend nachgesteuert wird. Und ich glaube, über dieses ganze Transparenzthema können wir gleich nochmal sprechen. Bevor wir das tun, möchte ich nochmal unsere vierte Talk-Gästin Gästin in die Runde holen. Sophie Kalairos, Sie sind beim Kreativkollektiv Rehab Republic. Was macht ihr denn genau und wie versucht ihr eben Menschen für mehr Nachhaltigkeit zu begeistern? Hallo? Ja. Genau, wir sind ein Münchner Verein und Rehab steht für Rehabilitation, Rekultivierung, Renaturierung, bedeutet eigentlich ein gutes Leben für alle innerhalb der planetaren Grenzen, große Vision, aber why not think big? Und Republic steht eigentlich für das, für die Menschen, dass es nicht auf der oberen Ebene ist, sondern dass es wirklich die Menschen selber sind, die die Veränderung bewirken. Und uns gibt es seit 11 Jahren inzwischen und wir machen viele Aktionen im öffentlichen Raum. Ein großes Thema ist Müllvermeidung, da machen wir Cleanups, wir beraten Gastronomiebetriebe zum Thema Mehrweg, wir versuchen generell Lebensmitteleinzelhandelsbetriebe zu motivieren. Wir haben ein Projekt namens Einmal ohne Bitte, wo Leute Sticker an ihre Geschäfte tun können, dass Menschen eingeladen sind, ihre eigenen Verpackungen mitzubringen. Genau, also wir agieren sehr so im Alltag, sage ich jetzt mal. Und das Wichtigste oder was bei uns im Vordergrund steht, ist Spaß, weil ich glaube beim Thema Nachhaltigkeit, beim Thema Verantwortung ist das oft irgendwie sehr negativ und ich glaube genau wie auch in dem Vortrag war kam, so das, was wichtig ist, ist eigentlich positiv und deswegen ist es bei uns eben nicht mit Schuldzuweisungen, mit Fingerzeig, sondern eben ganz viel Spaß. Bei uns ist immer viele Farben, viel Musik und viel Freude dabei und genau, wir machen Cleanups, wo wir selber Müll sammeln, dann dabei Wissen vermitteln, was ist es überhaupt für ein Müll und wie können wir den vermeiden. Wir machen Schnippelpartys mit geretteten Lebensmitteln, wir machen Kleidertauschpartys. Genau, unsere Mission ist einfach zu zeigen, Nachhaltigkeit macht Spaß und Nachhaltigkeit ist einfach. Kooperiert ihr dabei mit Unternehmen oder sind Unternehmen... Wir kooperieren mit Unternehmen in dem Rahmen, dass wir Workshops geben, also dass es als Team-Event oder als Fortbildung oder Aktionstag möglich ist, mit uns da eine Aktion zu starten. Und da bin ich eben auch dabei und es kommt total gut an. Also es kommen immer mehr Anfragen und ich habe das Gefühl, das ist irgendwie richtig wichtig für die Mitarbeitenden, auch die Möglichkeit zu haben, im Rahmen des Unternehmens, im Rahmen der, in der Arbeitszeit, die Möglichkeit zu haben, wirklich auch sich fortzubilden oder auch wirklich aktiv mitzuwirken an solchen Aktionen. Es wurden gerade die Mitarbeiter angesprochen, Herr Jobst. Das ist doch wieder eine ganz gute Überleitung zu Ihnen. Wo sehen Sie denn, Sie haben ja zum Beispiel das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch auf der Agenda, wo sehen Sie denn die Unternehmen in der Verantwortung und wo die Mitarbeiter? Also kann man das sagen? Nee, ich glaube, der aktuelle Arbeitsmarkt ist natürlich ein Arbeitsmarkt, der ArbeiterInnen bevorzugt oder ihnen ganz viel Stärke von Haus aus schon mal gibt, weil wir einfach in der aktuellen Situation sind, in der wir sind. Dass wir zu wenig Menschen perspektivisch haben, die in den passenden Berufen ausgebildet sind. Und das stärkt natürlich die Menschen, die arbeiten müssen in der Diskussion mit ihren Unternehmen. Und darüber muss sich das Unternehmen logischerweise die Frage stellen, was kann ich bieten, um weiterhin ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Und ich glaube, dazu gehört auch die Feststellung, dass Menschen heute nicht mehr eine Berufskarriere bei einem Unternehmen 40 Jahre lang machen, sondern dass Berufswege verschlungener sind und unsteter sind und andere Angebote auch attraktiver sein können und die noch nicht mal finanziell attraktiver sein müssen, sondern dass es einfach zur Lebensbedingung der Menschen passt. Und ich glaube, das ist einfach so ein Grundaspekt, den es die nächsten Jahre zu bewältigen gilt, die Lebenswirklichkeit der Menschen, der ArbeiterInnen so zu treffen, dass sie gerne an diesem Unternehmen arbeiten. Und dazu gehört natürlich sowas wie Arbeitszeit, Souveränität, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und eben
diese, ja, die Souveränität über sich selbst zu haben. Ich glaube, das ist das Schlagwort für die nächsten Jahre. Okay, dankeschön. Herr Dengler, merken Sie das in der Ansprache neuer Mitarbeiter bei Ihnen, dass Nachhaltigkeit als für die Personalgewinnung? Ja, klar. Und also natürlich, selbstverständlich, das Recruiting und unsere Gespräche laufen völlig anders ab als vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren. Und jeder hier im Saal, der irgendwie in der Unternehmensvertreter ist oder in einem Unternehmen arbeitet, der wird das wissen, dem muss ich das nicht erzählen. Ja, dass also für die Bewerberinnen, Bewerber Purpose, ja, hat das einen Sinn, was ich hier mache? Wofür setzt sich das Unternehmen ein? Ja, was macht das Unternehmen für mich, außer dass es mir einen monatlichen irgendwie eine Gehaltsüberweisung macht? Ja, es spielt eine Riesenrolle. Wir sind an der Stelle nicht so weit, wie wir gerne wären. Ja, wir wollen uns da sehr viel weiter und schneller entwickeln. Das wird auch passieren, dauert seine Zeit. Ne? Also ich kriege dauernd die Frage, was mit Jobrat und so. Ja, also das wollen wir alles machen und wir brauchen dafür einfach ein bisschen Zeit. Ja, okay. Und genau, eben hatten Sie auch nochmal das Thema CSRD eben schon oder das Stichwort CSRD fallen lassen, also die Abkürzung für unsere Corporate Sustainability Reporting Directive. Das ganze Thema Transparenz spielt ja eine Riesenrolle, wenn wir diesen Wandel schaffen wollen und Daten etc. Wo denken Sie denn, stößt Ihr Unternehmen mit der CSRD an die Grenzen? Also die Reporting-Standards der CSRD, die gerade im Moment da in der Entstehung noch sind oder debattiert werden, gelten ja mehr oder weniger für die großen börsennotierten Unternehmen heute. Die berichten darüber. Und deswegen hat die Politik gesagt, na, was die können, das sollen dann künftig irgendwie alle machen und Banken, ja. Und dann hat die Politik das zuerst aus meiner Sicht über den Kapitalmarkt eigentlich eingestiehlt, dass wenn ein Unternehmen ein Darlehen aufnehmen möchte, dann kommt die Bank und sagt, was macht ihr hier mit ESG und bitte füllt mir diesen 30-seitigen Fragebogen aus. Ne? Und das wird jetzt sozusagen nochmal eine Runde oder zwei Runden verstärkt. Befindet sich in der politischen Debatte. Auf der einen Seite kann man sagen, ja, was man nicht misst, das kann man auch nicht verbessern. Ja, auf der anderen Seite bin ich ein Kritiker eigentlich von und sage, da wird also die übertreiben's. Ja, denn das was hier Make or Break für uns alle ist, ist, dass wir das mit dem Klima auf die Reihe kriegen. Ja, und mit wahrscheinlich dem globalen Süden und sozialer Gerechtigkeit in der Welt, ja, dass wir das auf die Reihe kriegen, aber dafür muss ich nicht 900 Datenpunkte irgendwie reporten. Deswegen sehe ich auf der einen Seite eine unglaubliche Belastung zu rollen auf 50.000 europäische Unternehmen, die das nicht auf dem Schirm haben, größtenteils. Das sind die Unternehmen, die künftig darunter fallen werden und 15.000 Deutsche, die das Unternehmen, die das nicht auf dem Schirm haben, und auf die das zurollen wird. Und da bin ich mal sehr gespannt, was da passiert. Ja, das vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung. Wir haben es ja heute Nachmittag auch nochmal ausführlich hier auf der Bühne. Klima oder die Klimadaten sind mittlerweile ja wenigstens das einzige Datenset, zu dem berichtet werden muss, beziehungsweise wo man dann begründen muss, warum man da berichtet. Also hier wurde, glaube ich, den Unternehmen schon ein Stück weit entgegengegangen, indem man einfach die Wesentlichkeitsanalyse auf alle Themenfelder wieder ausgerollt hat. Aber Sie haben natürlich völlig recht, es muss einfach machbar bleiben. Genau. Frau Parian, Sie haben ja auch dieses Plädoyer, wir schaffen positive Visionen oder müssen positive Visionen schaffen, damit wir auch dahin kommen. Also Thema Wahrnehmung, was nehmen wir wahr, wie nehmen wir es wahr. Was können wir denn alle tun? Also was können alle tun, was können Unternehmen tun? Sich darauf einlassen wäre schon mal ein guter Anfangspunkt. Also wirklich auf dieses, dass wir positive Visionen brauchen. Menschen können nicht existieren in diesem Zukunftsvakuum, das wir gerade haben. Ich habe auch am Anfang des Buches quasi geschrieben, ich vermisse die Zukunft, also bin ich sie suchen gegangen. Und wir haben jetzt gerade diese Erfahrung gemacht, plötzlich, dass mit Corona von einem Tag auf den anderen alle Pläne und so, die man hatte, komplett weggebrochen sind. Und so geht es ja seitdem die ganze Zeit ein bisschen weiter, dass man immer denkt, wer wird jetzt krank werden und so. Dann sieht man überall in den Nachrichten die Bilder gerade von Überflutungskatastrophen und so. Und es ist zwar albern, sich dann darauf zu beziehen, was heißt das für den deutschen Urlauber.
wenn irgendwo anders gerade Hotels evakuiert werden. Aber tatsächlich ist es ja was, was das Leben von Leuten gerade ganz stark auszeichnet. Dieses, ich kann eigentlich nichts mehr planen, ich kann mich auf gar nichts mehr verlassen. Und das wieder in den Vordergrund zu stellen, dass das ein Bedürfnis ist, das wir herstellen müssen, dass deswegen solche Sachen wie Klimaziele eben, wie er gerade gesagt hat, make or break sind. Also das ist die große Frage, die wir gerade hinkriegen. Und wir können darüber reden, wie wir es hinkriegen wollen. Das ist ja auch gut und wichtig, in der Demokratie muss gestritten werden. Aber wir müssen uns mit allen Parteien darauf einigen, dass wir die hinkriegen müssen. Also jeder muss seinen Entwurf vorlegen von, wie ich das schaffen will. Es kann nicht sein, dass manche einfach gegen alles sind und gar keine Konzepte vorlegen und andere dann jedes Konzept rechtfertigen müssen mit, wie wollen wir das bezahlen. Wie wollen wir das bezahlen, finde ich gerade auch was, was sehr stark lähmt, denn zu positiven Visionen gehören ja auch Investitionen. Jedes Unternehmen weiß das ja. Wir müssen Geld für Dinge ausgeben, wir müssen investieren, damit wir daraus was gewinnen. Und all diese Sachen, die ich vorhin gesagt habe, zum Beispiel Care-Arbeit und so, es gibt bergeweise neurowissenschaftliche Studien, die uns zeigen können, wenn man in Kinder investiert, wenn man gerade früh investiert, wenn man in Bildung investiert, das zahlt sich so unglaublich viel aus. Und trotzdem haben wir immer nur dieses kurzfristige Denken gerade mit, was kostet das jetzt, wer soll das jetzt bezahlen, wie machen wir das jetzt? Also es fehlen die ganze Zeit so große Würfe, große Bewegung, wo man sagt, ah ja, da passiert mal gerade wieder was und da gibt es mal eine richtig positive Veränderung. So das Letzte, was das Land einmal richtig positiv ergriffen war, war das 9-Euro-Ticket. Dann haben wir uns geeinigt, dass es natürlich nicht realistisch ist, dass es jetzt 49 Euro sind und vielleicht auch irgendwie wieder mehr, wer weiß das schon so genau. Man muss Menschen doch wieder was geben, woran sie sich freuen können und was auch im Alltag eine Wirkung hat. Da klang ja auch schon dieses Thema Kooperation mit ein an, oder? Also wie würden Sie denn sagen, welche Rolle spielt Kooperation dabei, dass wir eben eine nachhaltige Entwicklung schaffen? Sie vielleicht? Ja, kooperieren tun wir im Sinne der Sozialpartnerschaft ja eigentlich jeden Tag. Also ja. Ich wollte noch einen Satz sagen, weil man die globale Perspektive mit reinnehmen muss. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen mal von John Rawls gehört hat, also schon ein bisschen ältere Theorie, der Schleier des Nichtwissens. Man macht ein Gedankenexperiment und überlegt sich, wie könnte eine Gesellschaft aussehen, von der ich aber nicht weiß, welchen Platz ich in dieser Gesellschaft einnehmen werde. Und dann ist John Rawls Hoffnung gewesen, dass die Gesellschaft möglichst gerecht aussehen könnte, wenn man eine Gesellschaft ausdenken muss, wo ich eventuell am untersten Ende stehen könnte. Und ich glaube, diese globale Perspektive fehlt uns auch ganz viel, wenn wir eben um Klimawandel oder dessen Auswirkungen reden, weil wir immer dann sagen, ja, aber wir alleine können es nicht retten. Aber es gibt auch ganz viele andere Menschen, die es ausbaden müssen. Und ich glaube, diese Perspektive ist auch ganz wichtig. Was ich aber zum Kooperation, also wir machen das in der Sozialpartnerschaft jeden Tag, dass wir uns überlegen, wie können wir gemeinsam Unternehmen und ArbeiterInnen gemeinsam einen Weg finden, der für alle gut ist. Ob das jetzt in Berufsbildungsausschüssen ist, wo wir uns ganz konkret bei einzelnen Berufsbildern Gedanken machen oder dann auch auf der Bundesebene bei den Standardberufsbildern und so weiter eben sagen, wir nehmen die nachhaltige, also Bildung für nachhaltige Entwicklung mit stärker in den Fokus und als Aufgabe aller Berufe, dass sie vermittelt werden. Also oder auch in der Ausbildereignungsverordnung, dass wir sagen, nein, wir müssen dort auch bestimmte Aspekte mit reinnehmen, dass AusbilderInnen auch Aspekte mit aufnehmen in die Ausbildung, die jenseits der normalen technischen Voraussetzungen sind, sondern die auch einfach sozial und gesellschaftlich relevant sind. Und ich glaube, da sind wir in der Sozialpartnerschaft eigentlich schon ganz weit. Aber natürlich muss das auch, man kann das jetzt in der Sozialpartnerschaft so abstrakt diskutieren, aber es muss halt dann auch gelebt werden in den jeweiligen Unternehmen. Und das ist natürlich immer so der nächste Schritt, so in die Praxis und in die Umsetzung zu kommen. Und da, glaube ich, befinden wir uns jetzt gerade alle an dem Ort. Frau Kaleiros, genau, da hatten Sie ja nochmal gesagt, dass Sie wirklich in den Unternehmen einsteigen und das da auch nochmal versuchen, das ganze Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung lebhaft zu machen. Können Sie uns einfach nochmal ein Projekt beschreiben, was Ihnen in Erinnerung geblieben ist? Ja, gerne. Also da könnte ich zum Beispiel das Beispiel nennen von unseren Zero Waste Workshops. Also wir versuchen eigentlich genau das, erstmal Wissen zu vermitteln, aber auf eine spielerische Weise. Also das ist bei uns kein Vortrag, sondern ein Quiz. Und so einfach schon Klarheit zu bekommen über zum Beispiel das Plastikmüllproblem. Das ist ein Thema, wo wir sehr stark mitarbeiten und einfach mal zu checken, da, was ist für Wissen da und auch gegenseitiges voneinander lernen. Und dann ist es aber bei uns immer wichtig, dass wir direkt ins Tun kommen. Also dass wir mit diesem Wissen nicht da sitzen und erschüttert sind,
sind, sondern dass wir dann direkt sagen, okay, und jetzt machen wir zum Beispiel Do-it-yourself-Stationen und stellen zum Beispiel Kosmetikprodukte her. Nicht, dass es die Lösung ist, aber um zu zeigen, wir können ins Handeln kommen und es gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und dann stellen wir zum Beispiel einfach Alternativen her, für Mehrwegalternativen für Einwegprodukte, die wir alle im Alltag benutzen. Und dann kommt es irgendwie zu einem Austausch innerhalb des Teams und so weiter. Und so dieses, nicht dieses, wir müssen jetzt alle perfekt werden, sondern in jedem einzelnen Menschen irgendwie so das Potenzial zu erwecken, was kann ich denn ändern? Und genau, wir kriegen doch immer extrem positives Feedback und genau, und ich glaube, es ändert sich, tut sich dann auch langfristig was auf unternehmerischer Ebene, weil die Menschen ja auch ihre Möglichkeiten nutzen wollen. Das erinnert mich so ein bisschen an dieses Raus aus der Routine, gell? Also wie... Wie stößt man das denn an, auf neurobiologisch gesehen am allerbesten? Ja, Veränderung? Veränderung, ja. Oft, indem man eigentlich was anderes macht. Also wir sind eher dazu in der Lage, plastisch und kreativ zu denken und so, wenn wir in einer neuen Umgebung sind. Das heißt, eigentlich jetzt gerade diese Systemschocks und so, das könnte tatsächlich sehr hilfreich sein, weil wir offensichtlich uns in einer neuen Welt befinden. Wir befinden uns in einer neuen Umgebung und jetzt könnten wir das konstruktiv angehen. Es gibt aber auch sowas, wir hatten das gerade schon mal, die gewählte Ignoranz nennt man das oder vorsätzliche Ignoranz. Dass wenn wir ein Thema so groß finden und ein Problem so groß finden, dass es uns irgendwie zu viel erscheint, dann bevorzugen wir üblicherweise das nicht so gerne wissen zu wollen. Das sind zum Teil ganz verständliche Sachen, wenn man zum Beispiel Menschen fragt, wollt ihr gerne euren Todestag wissen? Dann sagen 95% der Menschen, nee, danke, und laufen rückwärts weg. Wie gesagt, sehr verständlich. Aber es führt eben auch dazu, dass bei ganz konkreten Sachen, wie in welcher Situation befinden wir uns gerade, wie wird sich das entwickeln in den nächsten Jahren, dass Leute dann oft die Probleme nicht angehen, weil es so viel einfacher scheint, sie zu ignorieren. Und warum ist das so, dass es so viel einfacher scheint? Das hat auch viel mit erlernter Hilflosigkeit zu tun. Es ist nämlich so, wenn man Versuchspersonen in so einen Raum bringt und da ist irgendwas, ein nerviges Geräusch oder so, es geht nicht weg, flackernde Lichter, es geht die ganze Zeit weiter. Und sie können nichts dagegen tun die ganze Zeit. Und dann bringt man sie danach in einen anderen Raum, wo auch ein nerviges Geräusch ist oder flackernde Lichter oder was auch immer oder es rollt. Und es gibt aber dieses Mal eigentlich einen großen roten Ausknopf. Der ist ziemlich offensichtlich da, man könnte den einfach drücken. Aber weil wir die Erfahrung gemacht haben, wir können überhaupt nichts machen gegen die ganzen nervigen Dinge, versuchen wir es in dem neuen Kontext auch nicht mehr. Wir suchen gar nicht mehr nach Lösungen. Das ist erlernte Hilflosigkeit. Funktioniert schon bei Mäusen. Interessanterweise können wir uns dagegen aber auf eine gewisse Art und Weise impfen. Denn je öfter wir die Erfahrung gemacht haben, dass das, was wir tun, einen positiven Effekt hat, dass wir Probleme lösen können, desto weniger anfällig sind wir dafür. Dann lernen wir, okay, jetzt war vielleicht mal eine Situation, wo ich was nicht machen konnte, aber in der nächsten bin ich eigentlich wieder in der Lage, was hinzukriegen. Das heißt, erstmal brauchen Menschen wieder mehr Situationen, wo sie auch Probleme bewältigen können und so. Und ich glaube, dieses Dauerkrisengefühl schafft auch so eine allgemeine Erschöpfung, weil diese Krisen viel, viel zu groß sind. Und dann sagt wieder jemand Eigenverantwortung, aber wir können die nicht in Eigenverantwortung lösen. Wir versuchen dann, unseren Müll zu trennen und günstig einzukaufen und stehen verzweifelt vor dem Milchregal, weil wir uns jetzt fragen, ob Soja nicht eigentlich aus Klimaperspektive schlimmer ist, aber die Milchpackung ist in der Mischplastikverpackung und war das nicht auch eigentlich problematisch? Wir stehen die ganze Zeit vor diesen Problemen, die wir lösen wollen, aber nicht lösen können. Das heißt, ein wichtiger Punkt ist eben, Leuten es so einfach zu machen wie möglich, sich sinnvoll zu verhalten. Also wir dürfen das nicht überstrapazieren und einfach zu sagen, die Menschen müssen sich informieren. Die Menschen müssen sich nicht informieren sollen, sondern eigentlich muss die einfachste Möglichkeit immer groß, leicht und leuchtend sein für uns. Dann brauchen wir andere Situationen, wo wir wieder was beeinflussen können. Das heißt, wir brauchen direkte Demokratie auf Bürgerbeteiligung, all solche Sachen, wo Menschen mitwirken können. Und dann kann man auch die anderen, die größeren Probleme weiter angehen. Wir sagen immer, dass Menschen sich die Probleme der Zukunft nicht vorstellen können und so. Aber so Klimakrise und sowas, das ist ja längst gar nicht mehr das Problem der Zukunft. Das ist ja längst da. Also wenn Menschen das heute ignorieren, dann liegt es viel mehr daran, dass sie eben das Gefühl haben, es gibt sowieso nichts, was sie machen können. Und dann ist es leichter, gar nicht drüber nachzudenken. Dabei, deswegen betone ich das immer so gerne, was wir jetzt eigentlich alles schon übertroffen haben an Zielen, was eigentlich alles gerade möglich ist, weil bei vielen Leuten so hängen geblieben ist, dass es gar nicht lösbar wäre. Aber es ist lösbar, die Lösungen sind alle da. Herr Dengner, Sie haben zum... Ja, also als von Unternehmern und Unternehmen erwartet man ja die Lösungen. Ja. Und das ist so, ja, also insofern die Orientierung müssen wir schaffen. Das erwartet man von der Politik irgendwie auch, ja. Und deswegen, wir arbeiten daran, diese Lösungen bereitzustellen.
Manchmal habe ich das Gefühl, die Politik macht es uns eher schwerer als leichter, aber wir müssen da durch letzten Endes und das ist dann für alle gleich. Ich gebe Ihnen recht, die Thematik der Klimakrise ist seit 50 Jahren bekannt. Ja, so, was haben wir 50 Jahre lang gemacht? Das Thema irgendwie ignoriert und kleingeredet und, ne, und so, aber wir sind trotzdem da, wo wir heute sind. Wir sind weit davon entfernt, das irgendwie zu lösen, ist mein Eindruck. Weit davon entfernt und die Erdöl- und Erdgasfördernden Länder, ja, kann man eine Linie durchziehen, der Professor Sinn hat das gerade dargestellt, ja, die fördern genauso viel, wie sie immer gefördert haben oder jedes Jahr wird es 2% mehr, so ungefähr. Also wir sind Lichtjahre davon entfernt, das zu lösen, aus meiner Sicht, ja, und heißt das, wir hören auf? Nein, natürlich nicht, wir müssen das lösen, ja, und jeder in seinem Teil und Unternehmen müssen da auch irgendwie ihren Teil beitragen. Spannendes Praxisbeispiel. Ich habe gerade einen Artikel geschrieben über die Dekarbonisierung der Schifffahrt. Und das ist allein schon so ein Thema. Der erste Punkt, der sehr repräsentativ ist, dass wir uns immer nur auf die individuellen Entscheidungen konzentrieren. Also wir denken, Kreuzfahrten sind das Problem. Die machen aber nur einen ganz kleinen Bruchteil an, sondern Containerschiffe sind natürlich das größte. Containerschiffe, so viele Emissionen ungefähr wie Deutschland. Und das war auch so ein Thema, wo man gedacht hat, lange, das geht überhaupt nicht, das kann man nicht lösen. Weil die haben eben Strecken, die sie zurücklegen müssen, das sind weite Strecken, das kann man nicht einfach durch Elektrifizierung lösen. Und trotzdem, jetzt, wo man angefangen hat, das Thema anzugehen, entdeckt man plötzlich ganz viele Möglichkeiten, ganz viel Einsparpotenzial, wie man mit einer zweiten Schiffsschraube noch was bewirken kann. Wenn man da Flettner-Rotoren draufstellt, das ist ein Segelersatz. Genau, man kann Segel draufsetzen, Flettner-Rotoren, das ist ein Konzept, das ist 1900 das erste Mal aus einer hamburgischen Yacht rausgefahren. Und tatsächlich, jetzt entdecken wir diese Sachen wieder. Das heißt, wir hatten eigentlich auch schon ganz viel Lösungspotenzial, aber das Problem war so lange gar nicht sichtbar, dass wir so ein bisschen eingeschlafen sind in diesem, was ist eigentlich möglich. Und wenn man das wieder so sieht wie ein Logikproblem von, okay, hier können wir nochmal 2% schaffen und da können wir 7% schaffen, dann merkt man plötzlich, ohne große Verluste, ohne großen Verzicht, hat man schon 50% da rausgenommen. Tatsächlich auch 40% der Containerschiffe transportieren ja nur fossile Brennstoffe. Das heißt, wenn wir die Energie- und Wärmewende schaffen, haben wir die schon mal sowieso eingespart. Wie toll ist das eigentlich? Und da merkt man halt, dieses, wenn man sich erstmal mit Problemen beschäftigt, sind die manchmal gar nicht so schlimm, wie man vorher dachte. Ich glaube, das ist ein ganz schönes Beispiel, um gleich aus diesem Talk herauszugehen. Eigentlich hat mir noch angedacht, Zuschauerfragen zuzulassen. Ich würde Sie jetzt bitten, einfach in der Pause auf die Referenten hinzuzugehen, weil wir sonst einfach, weil sich Ihre Pause sonst verkürzt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Vieren. Einen großen Applaus nochmal. Applaus